Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein besonderer Tag, denn ich habe das ganze Jahr Produkte gesammelt, Produkte getestet, um euch zum Ende des Jahres die besten Produkte aus verschiedenen Kategorien zu zeigen. Und ihr habt gesehen, neulich ist das Ganze schon mit Drogerie online gegangen. Oder es kommt noch, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Heute möchte ich mich wirklich auf High-End-Produkte konzentrieren. Und ihr wisst, mein Kanal besteht zu 90% aus Drogerie-Make-up. Aber es gibt immer diese 10% an High-End-Produkten, die ich immer mal wieder einstreue. Denn ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir wissen, welche Produkte wirklich gut sind aus dem High-End-Bereich, auch gut und gerne mal so ein Produkt uns kaufen können, mal schauen können, was lohnt sich wirklich, wo vielleicht auch nicht. Und ich habe das ganze Jahr Produkte zusammengetragen, die wir heute gemeinsam in mein Gesicht bringen. Es sind extrem viele und ich verlinke euch auch alle Produkte einmal unten in die Infobox, dass ihr dort einfach nur raufklicken könnt und dort die Produkte findet. Einige der Produkte sind etwas teurer, einige Produkte sind wirklich, wirklich verhältnismäßig günstig und ab und zu gibt es natürlich auch mal verschiedene Angebote auf Sephora beispielsweise. Alle Links sind wie gesagt unten einmal in der Infobox und ich würde vorschlagen, wir starten als erstes. Wir haben eine gute Mischung aus Make-up und Skincare und ein Produkt möchte ich als erstes gleich zeigen. Das ist der Fenty Hydro Visor. Dieses Schätzchen ist ein Lichtschutzfaktor. Ich vergleiche ihn aber immer so ein bisschen mit einem Primer. Der ist sehr, sehr glowy, sehr, sehr pflegend, hat einen Lichtschutzfaktor von, ich meine, 30. Ich trage ihn mir jetzt nur mal punktuell hier auf, weil ich habe wirklich sehr viele andere Produkte, die ich gleich in mein Gesicht bringen möchte. Einer der schönsten Sonnenschutzfaktoren, Make-up-Primer-Hybride, die ich kenne. Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut. Was ich gerne mag, was ich euch auch unten mit verlinke, ist das Reinigungsgel von Fenty Beauty. Es ist das einzige, was ich mittlerweile benutze. Ich habe alles andere aussortiert. Das ist für mich das Beste und das einzige Reinigungsprodukt, was ich benutze. Ich vertrage es sehr gut. Es ist extrem ergiebig. Ich glaube, eine Tube kostet um die 25 Euro und ich komme damit mehrere Monate. Ich meine, ich habe mir dieses Jahr erst 3 gekauft. Oder 2. 1 in PR und 2 gekauft, 3. Und ich bin immer noch bei meinem dritten. Das habe ich erst vor ein paar Wochen aufgemacht. Also ihr kommt damit sehr, sehr weit. Die Fenty Skin Reihen sind wirklich gut. Habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich möchte euch noch ein anderes Produkt zeigen, was ihr in einem Aufgebraucht neulich schon gesehen habt. Das ist von Wishful, das Get Even Rose Oil. Das ist sehr teuer. Aber es ist das beste Gesichtsöl, was ich kenne. Ich habe viele, viele ausprobiert. Ich arbeite an einem eigenen, aber ich finde keins, was ansatzweise so gut ist wie das. Da ist Rose mit drin, da ist Karottensamen, Rosehip ist Hagebutte und Baobab. Das riecht sehr natürlich, aber es hinterlässt eine wunderschöne Haut. Das eignet sich ebenfalls perfekt, um das in die Foundation mit einzumischen. Gerade im Winter ist dieses Produkt für mich unerlässlich und man kommt damit sehr weit. Es reicht wirklich, wenn man 1 bis 2 Tropfen davon in die Handfläche gibt und das dann als allerletzten Schritt aufs Gesicht gibt. Mache ich heute nicht, ich wollte euch aber zeigen, das Ding hat meine Make-up- und meine Hautpflegeroutine sehr stark verändert. Kommen wir endlich zum Auftrag von Produkten und da habe ich selbstverständlich die Charlotte Tilbury Magic Cream. Auch das ist einer meiner liebsten Pflegeserien aus dem High-End-Bereich, die Magic-Reihe. Ich habe sehr, sehr viel schon benutzt. Ihr braucht nicht viel. Das ist schon viel zu viel. Die Creme ist so reichhaltig, so schön, hat auch einen kleinen Lichtschutzfaktor mit drin, aber das ist kein Lichtschutzfaktor, von dem ich Unebenheiten oder Unreinheiten bekomme. Sehr, sehr reichhaltige Creme. Es gibt das Ganze auch in kleinen Versionen. Also probiert mal vielleicht die kleine aus. Es gibt die auch als Light-Version, die ist ein bisschen flüssiger. Aber die Magic Cream ist so ein Ding. Ich war früher immer zu geizig, mir die zu kaufen. Aber als ich sie dann mal aufs Gesicht bekommen habe und das Ergebnis danach in meinem Gesicht gesehen habe, war mir klar, okay, es gibt nichts im High-End-Bereich, was ansatzweise an diese Magic Cream rankommt. Ich habe es nicht verstanden, aber wenn man das dann ausprobiert hat, ihr seht meine Haut, ne, wie glowy die schon ist, nur von dieser Creme. Ultra reichhaltig, sehr, sehr pflegend. Ich benutze sie teilweise sogar auch als Nachtcreme, weil sie so reichhaltig ist und weil sie sich so schön anfühlt. Ich habe aber noch einen richtigen Primer. Und das ist dieser hier. Ich habe darüber, glaube ich, erst einmal gesprochen. Das ist der Ole Henriksen Banana Bright Face Primer. Und auch der ist toll. Da ist Vitamin C und Banana Powder Inspired Pigments drin. Der ist so ein bisschen gelblich, ihr seht das auf meiner Hand. Und auch der ist sehr, sehr reflektierend.
Der pflegt die Haut, der zieht sehr schnell ein und hinterlässt so ein ganz, ganz tolles Gefühl auf der Haut. Also ich bin ja mittlerweile ein großer Freund davon, wenig Puder zu benutzen und eher wirklich in diese glowy Skin zu gehen. Der unterstützt das. Der ist nicht schmierig auf der Haut. Ihr seht den Glow. Ich drehe mal das Licht ein bisschen zu mir, dass ihr es noch ein bisschen besser erkennen könnt. Nicht schmierig, der Glow ist da und er riecht ganz, 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 ganz leicht. Also er ist nicht ultradimensional parfümiert, hinterlässt dieses schöne fliegende Gefühl. Generell die Ole Henriksen Produkte, ich finde, man sieht die immer bei amerikanischen Influencern in Deutschland, aber recht wenig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde es sehr schade, weil die Produkte sind wirklich, wirklich gut und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut für das, was sie am Ende mit der Haut machen. Ich weiß, ihr seid gespannt auf das Make-up und ich habe euch drei Produkte für die Base mitgebracht. Das ist einmal das Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Dieses Ding ist auch mittlerweile meine vierte Flasche. Ich benutze das als Primer, ich benutze das als Foundation für Fotoshootings. Das hat eine ganz, 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 ganz zarte Deckkraft mit drin. Im Prinzip wie ein flüssiger Highlighter mit ein bisschen Farbe. Den kombiniert mit der Fenty Beauty Eavesdrop Foundation. Boys and Girls, Trust and Believe, nur ein bisschen und aufgetragen, das ist ein so luxuriöses Ergebnis auf der Haut. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich das eingearbeitet habe. Ich habe noch keine Foundation gehabt, die sich nicht damit vertragen hat. Dieses Ding, ich weiß, es ist einer eurer Favoriten. Ihr könnt das als Liquid Highlighter über der Foundation benutzen, als Primer. Ihr könnt das nur so benutzen. Und einfach so effortless, so zwanglos. Es ist schön, es ist frisch und ihr habt einfach dieses, ich komme ein Stückchen näher, diesen, ich sage dazu immer diesen Charlotte Tilbury Glow. Durch, das ist ein ganz subtiler Schein. Das ist ganz verrückt bei den Charlotte Tilbury Produkten. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan davon geworden, weil ich habe mir viele von ihren Videos angeschaut und auch als sie mit Tati beispielsweise zusammengedreht hat. Die Frau hat Ahnung, was Farben und Texturen angeht. Und das ist das Schöne, ihr habt es neulich in dem Video mit Letizia gesehen. Make-up-Produkte oder Make-up-Firmen von Make-up-Artists sind immer ein Stückchen besser als Make-up-Brands von, weiß ich nicht, Rapperinnen, Sängerinnen, whatever, you name it. Denn sie wissen so ein bisschen besser, was funktioniert auf welcher Haut sehr gut. Und das sieht man hier in diesem, an diesem Effekt. Leichte Deckkraft, trotzdem frisch. Trotzdem gesund und das liebe ich. Dieses Produkt hat mein Jahr 2020 komplett verändert. Das ist das Anastasia Brow Freeze. Ich gebe mir das meistens vor dem Make-up drauf. Man braucht nur ein bisschen, ein Spoolie und dann kann man sich die Haare einfach hochbürsten. Und im Prinzip braucht man kein anderes Produkt. Wenn das getrocknet ist, die Haare bleiben so, ohne dass es so einen weißen Schleier hinterlässt. Man kann sie sich dann auch noch so ein bisschen andrücken, dann liegen sie sehr flach an der Haut. Wenn du volle Augenbrauen hast und nicht so viel Produkt selbst noch mit dazugeben möchtest, Brow Freeze von Anastasia Beverly Hills. Ich habe auch das Got2b-Ding probiert. Das ist Quatsch. Man darf danach nichts mehr machen. Hier kannst du zwischendurch immer noch reingehen und noch so ein bisschen korrigieren, wenn dir ein Haar beispielsweise nicht gefällt. Meine Haare sind natürlich im Moment sehr, sehr lang durch das Serum, was ich ja benutze. Look at that. Buffy, fluffy, gorgeous brows. Ein Produkt, was ich mir unbedingt nachkaufen musste von Letizia, ist von Charlotte Tilbury, der Hollywood Contour Wand. Ich habe dieses komische Gummiteil, diesen Schwamm, habe ich abgemacht. Ich mag das nicht. Ich kann einfach so ein bisschen hier rausnehmen. Es ist viel, viel hygienischer, ohne dass ihr immer mit diesem Schwämmchen ins Gesicht gehen müsst. Ich nehme einfach hier einen Pinsel, lade den Pinsel gut auf. Das hat eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Es ist extrem leicht. Ich drehe mal das Licht ein Stückchen weg, dass ihr es besser erkennen könnt. Extrem leicht auf der Haut. Das sieht ultra schön aus, wenn man keine Foundation benutzt. Ihr merkt, hier ist viel von Charlotte Tilbury mit dabei, weil ich finde, vor allen Dingen an Base-Produkten ist Charlotte Tilbury unschlagbar. Bei den Farben werdet ihr sehen, Natasha Denona ist ganz vorne mit dabei. Aber alles, was die Base angeht, Charlotte Tilbury, eignet sich auch sehr, sehr gut, einfach wie gesagt, ohne Foundation. Gibt der Haut so eine leichte Frische, so einen leichten Glow mit. Und jetzt kommen wir zum Concealer. Und der ist recht neu. Das ist der Anastasia Beverly Hills Magic Touch Concealer. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen krassen Concealer gehabt. Ich habe den Tarte Shape Tape ja wirklich jahrelang benutzt. Erst denkst du dir, der ist ein bisschen trocken. Und wenn der sich dann settet, wenn der sich dann verändert mit deiner Hautwärme, dann wird der so
so frisch und der sieht ohne Puder fantastisch aus. Er lässt sich extrem schnell einblenden. Er lässt sich extrem gut verteilen. Es sieht jetzt noch ein bisschen verrückt aus. Trust the process, Freunde. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Glow. Aber sobald wir das Ganze gesettet haben mit Puder und dann Spray rübergegeben haben, ihr seht aus wie 25 Millionen Euro auf dem Konto. Gesund, frisch. Und das ist halt das Schöne, warum ich bei manchen Produkten High-End-Make-up manchmal gerne mag. Da ist manchmal so ein bisschen mehr Glow mit drin und das ist ein anderer Glow. Nicht so grob, sondern sehr fein, sehr subtil, der aussieht, als wäre er von unten herausgekommen. Ich möchte ein bisschen Blush auftragen und da habe ich hier von Natasha Denona diese Blumenpalette. Wir haben zwei Cremeprodukte. Ihr seht, die ist schon wirklich sehr, 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 sehr gut durchgerockt. Ich gehe meistens hier oben in beide und arbeite mir das dann in der Hand erstmal ein, nehme ein bisschen Produkt raus und dann setze ich mir das hier rauf. Auch das ist ein Blush, der von unten kommt. Also, das ist immer so ein bisschen schwierig zu erklären in den Videos. Das sieht man meistens, wenn man es dann wirklich selber benutzt hat. Das ist ein Blush, der nicht so pudrig auf der Haut liegt wie ein Puderblush, sondern ich gehe meistens erst mit so einem Creamblush runter, um die Foundation schon mal so ein bisschen einzufärben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ihr seht es, das verbindet sich sehr, sehr gut mit allen anderen Produkten, fließt schön in diese Kontur mit rein und ist dadurch natürlich noch mal so ein bisschen subtiler. Ich gehe damit mit dem Rest vom Pinsel einfach hier oben so ein bisschen lang und färbe mir die Foundation hier ein und gehe dann mit dem Schwamm einmal noch mal rüber und dann lasse ich das Ganze erstmal ein paar Minuten so sitzen. Durch die Wärme, die jetzt da durchkommt, und das ist das Schöne, die High-End-Produkte sind meistens immer so ein bisschen aktiviert durch Körperwärme und durch Handwärme, deswegen arbeite ich viel mit meinen Händen und sehe halt auch immer so ein bisschen verrückt aus. Ich lasse das Ganze kurz. Bake das Ganze dann mit diesem Puder von Huda Beauty. Dieses Puder ist das Easy Bake, Loose Baking und Setting Powder. Ich habe das in zwei verschiedenen Farben, einmal hier in Cupcake und einmal noch in Banana Bread. Ich nehme meistens das Cupcake. Das ist nämlich so ein ganz kleines Stückchen rosaner und korrigiert dadurch natürlich noch ein bisschen besser Augenringe. Und dann nehme ich einfach mein Microfiber Multitool, falte das einmal so in der Mitte, gehe rein, schaue nach oben, gehe nochmal hier durch. Und dann wird gebaked. Ich gehe mittlerweile auch beim Baken so ein bisschen anders vor. Und zwar kreise ich hier so ein bisschen um meine Backe. Weil ich finde, das betont dann den Wangenknochen noch ein bisschen, hält den Bereich auf, den ich jetzt hier abpuder. Und das Schöne bei dem Puder ist, es ist extrem fein gemahlen. Und ihr könnt damit sehr intensiv baken. Also ich gehe damit immer sehr, sehr intensiv über mein Gesicht und lasse das Ganze so. Ich habe sehr, sehr viele Baking-Puder mittlerweile ausprobiert. Ihr kennt mich, ich liebe Baken, ich kann aufs Baken nicht verzichten. Es sorgt einfach dafür, dass das Make-up viel, 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 viel länger hält und so dieses Airbrush hat. Natürlich macht das auf den ersten Eindruck nicht so viel Sinn, erst so viel Glow zu benutzen und dann so viel Puder rüber zu geben. Aber trust and believe, wenn ihr mich im realen Leben sehen würdet und ich gut ausgeleuchtet wäre, dann seht ihr den Unterschied, weil der Glow kommt nach ein paar Stunden durch. Aber dieses Puder sorgt dafür, dass das alles so weich gezeichnet ist. Und mit dem Rest hier gehe ich einfach hier so ein bisschen lang und presse alles richtig schön ein. Ich wische nicht, ich presse wirklich nur das Produkt rein. Jetzt seid ihr auch ein Stückchen näher. Ich gehe dann hier einfach durch. Ihr könnt dann wirklich nochmal durch dieses Brow Freeze durchgehen. Die Haare halten so. Am liebsten mache ich es, wie gesagt, komplett als allererstes. Und dann nehme ich mir hier von Benefit, das ist der Goof Proof Brow Pencil. Das ist der Benefit Augenbrauenstift. Und damit gehe ich hier einfach durch und verlängere mir hier hinten so ein bisschen die Augenbraue. Die Spitze ist sehr, sehr schön. Man kann damit kleine Härchen einziehen. Ich mache ja nicht mehr viel mit meinen Augenbrauen. Das Baking Puder konnte einen kleinen Moment sitzen. Und dann nehme ich mir das einfach weg. Und ihr seht, wie flawless die Base ist. Weich gezeichnet. Durch diese verschiedenen Contouring-Produkte haben wir schon so eine Grundkontur und könnten die dann verstärken mit dieser Palette von Charlotte Tilbury. Das ist die Firmstar Bronze and Glow. Ich würde das eher als Contouring-Palette bezeichnen. Ich gehe da einfach immer nur ganz leicht rein, extrem pigmentiert und ziehe mir das dann hier so ein bisschen lang an der Nase. Das ist nicht so stark pigmentiert, sorgt aber dafür, dass die Haut einfach auch diesen leichten Glow mit drin hat. Ihr seht, wenn ich das Licht zur Seite drehe, die Haut ist da, die Haut ist frisch, die Haut ist intensiv. Ein Produkt, was ich dann zwischendrin immer benutze, was jetzt gerade ganz gut reinpasst, ist hier dieses Puder von Charlotte Tilbury. Ihr seht, das ist extrem gut benutzt. Ich gehe damit einfach
nur noch mal so ein bisschen rüber. Ich finde, wenn das als wie so ein Finishing Powder, das blurrt die ganze Haut noch mal ein bisschen aus. Das ist sehr, sehr gut und eins der besten Puder, muss ich sagen. Das ist schwierig mit der Drogerie zu vergleichen. Wenn man so ein bisschen ölig im Laufe des Tages geworden ist, großer Pinsel, zack, zack, es ist weg. Die Foundation sieht aus wie frisch aufgetragen. Keine Ahnung, ob hier kleine Fäden in dem Puder sitzen und dann nacharbeiten. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ich bin gespannt, ob ihr raten könnt, welchen Bronzer ich jetzt benutzen soll. Und da musste ich tatsächlich überlegen, ob ich den Fenty Beauty Private Island nehme oder den recht neuen Glowish Bronzer von Glowish Huda Beauty. Auch der ist schon extrem durchgerockt, aber dann seht ihr, dass das Produkte sind, die ich jedes Mal wieder benutze, die ich immer, immer wieder benutze, weil sie so schön sind. Und das macht für mich keinen Sinn, wenn ich euch Produkte zeige hier im Video, die nagelneu sind, die ich noch nie benutzt habe und euch dann sage, ja, das sind die besten Produkte. So könnt ihr sehen, dass ich die Produkte regelmäßig benutze. Ich nehme hier einen Pinsel. Das ist eigentlich ein Foundation Brush. Gehe hier rein und stempel hier rüber. Und auch hier ist der Bronzer, irgendwas ist da drin, dass der so frisch aussieht auf der Haut. Und dann kann ich wieder mit dem Charlotte Tilbury Puder rübergehen und die Kanten ausweichen. Und ihr habt einen super bronzy Look. Da sind verschiedene pflegende Produkte auch mit drin. Deswegen mag ich diese Glowish-Reihe sehr, sehr gerne. Ich habe schon viele Produkte davon benutzt. Und ich glaube, Ugly Bell Pepper ist da auch noch mit drin. Also so ein bisschen Skincare im Make-up. Und ich muss sagen, die Glowish-Produkte gefallen mir sehr, sehr gut. Also die benutze ich gerne. Ich habe mir auch noch den Blush bestellt. Der müsste jetzt in den nächsten Tagen sogar ankommen, weil ich einfach sehr gespannt bin, wie diese Texturen sind. Das sind recht neue Texturen, die man so in der Drogerie auch noch nicht gefunden hat. Und ihr seht auf der Base, das ist alles schön, das ist alles frisch. Als Highlighter gehe ich meistens tatsächlich, weil ich die Palette ja schon habe. Und wenn ihr wirklich überlegt, okay, ein, zwei High-End-Produkte kann man sich kaufen, hier habt ihr halt so ein 2 in 1, ne? Ich gehe nur ganz leicht rein, klopfe ab und duste dann so ein bisschen rüber. Das ist kein richtiger Highlighter, das ist nur so ein, das ist ja wie so ein Finisher. Also es gibt so ein bisschen Bewegung zurück in die Haut und die bleibt da. Es ist sehr fein, schimmrig, es ist sehr subtil. Subtil ist mein liebstes Wort. Ihr wisst es. Ich gehe damit über meine Lippe. Das sieht jetzt verrückt aus, aber wenn ihr Lippenstift tragt, huh. Ich zeige euch heute wirklich alle Informationen in diesem Video, dass ihr seht, was ihr mit den Produkten rausholen könnt. Ich weiß, die Produkte sind manchmal echt teuer und das geht natürlich auch nicht immer, aber wenn man sich dann so ein Produkt vielleicht zu Weihnachten, so Last-Minute-Geschenk gewünscht hat, dann hat man sehr, sehr lange was davon. Ihr könnt damit euer Gesicht konturieren, ihr könnt damit euren Bart, falls ihr einen habt, intensivieren. Ganz, ganz tolles Produkt, auch schon sehr, sehr alt. Habe ich bestimmt schon 2 Jahre und man braucht ja nicht viel davon. Wir setten das Ganze und da habe ich hier von Anastasia Beverly Hills das Dewy Set. Verrückt. Ich habe Dewy-Produkte, habe sie platt gebaked bis zum Umfallen und gehe jetzt mit Setting Spray wieder rüber. Aber das ist genau mein Geheimnis. Diese verschiedenen Texturen, die dann im Laufe des Tages miteinander verschmelzen und dieses ultra, ultra schöne Finish auf der Haut hinterlassen. Lassen, wedeln und Augenbrauen nach oben ziehen. Und so sieht das Ganze richtig, richtig schön aus. Jetzt settet das Ganze so ein bisschen. Es ist frisch, es ist glowy, es ist gesund und die Haut sieht einfach extrem fein aus. Wir kommen zum Make-up und da möchte ich mit euch eine Lidschattenpalette benutzen, die recht neu ist. Das ist dieses Holiday Exclusive. Ich habe sie jetzt noch mit reingenommen, weil sie gerade recht aktuell ist und ein recht gutes Angebot tatsächlich. Diese super, super schöne Lidschattenpalette, hier könnt ihr die Farben sehen, und ein Natasha Denona Pinsel. Sehr, sehr guter Pinsel. Fühlt sich gut an, sieht schön aus. Ich sammle tatsächlich auch diese 5er-Paletten von Natasha Denona. Kosten nur um die 20 bis 25 € und sind wirklich gut. Man kann sehr, sehr viel draus machen und qualitativ sind die extrem gut. Um sich die Natasha Denona Texturen anzuschauen, um zu gucken, wie funktionieren die Produkte bei mir und mag ich das. Und mit so einem Pinsel finde ich das richtig, richtig gut. Ich nehme den Pinsel auch gleich und gehe in dieses Ocker. Das ist so ein richtig schönes Gelb. Braun und schaut euch bitte mal diese Pigmentierung an. Ich nehme mal einen Blendepinsel und gehe hier rein und trage mir das Produkt auf und blende das richtig schön aus. Ihr seht, die Farbe ist extrem pigmentiert und das ist tatsächlich eine recht spannende Farbe, aber dadurch sorgt ihr einfach dafür, dass ihr schon mal eine schöne Grundstruktur habt. Und ich finde diese Monochrom-Looks, jetzt beispielsweise nur dieses Gold hier rauf, richtig, richtig schön. Also wie gesagt, von den Natasha Denona Paletten verlinke ich euch unten mal ein paar,
die mir am besten gefallen, die ich am meisten benutze. Ich finde, bei diesen Fünferpaletten macht man nichts falsch. Die sind immer sehr, sehr gut. Ich hatte noch keinen Flop aus dieser Reihe und mag die sehr gerne. Dann nehme ich mir den Pinsel aus der Kollektion und gehe hier in diesen, ja, kühlen Ton und setze mir den hier außen hin. Und dann könnt ihr im Prinzip auch den Pinsel hier wieder benutzen und hier in dieses Gold reingehen und das einfach hier rüber. Für den Finger sind die optimal, die Natasha Denona Farben. Ihr seht, das ist wie flüssiges Metall. Das ist so ein richtiges Gold. Also nicht so ein gelbliches Gold oder so ein grünliches Gold. Ich swatch es euch einmal hier. Richtig, richtig Gold und sieht halt super luxuriös aus mit diesem kühlen Ton und dann diesem Ocker draußen. Mit dem dunklen Ton gehe ich auch gleich hier an meinen unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich mir hier von Charlotte Tilbury diesen Kajal. Da ist auch eine helle Seite mit drauf. Und dann ist das Ganze so ein bisschen sultry. Als Mascara benutze ich von Fenty Beauty die Full Frontal Mascara. Die habe ich sehr, sehr gerne benutzt. Immer, ich habe die hier in der Reisegröße. Ich bin bei Mascaren ja immer ein Freund von Reisegrößen, weil es einfach immer so ein Stückchen hygienischer ist. Ihr könnt mit diesem Charlotte Tilbury Double-Sided Stift dann natürlich auch noch hier so ein bisschen unter eure Augenbraue gehen und sie so ein bisschen liften oder das ins Inner Corner mit reinmischen. Macht das Ganze dann wieder so ein Stückchen heller. Eignet sich aber auch immer gut hier auf dem Lippenherz. Und look at that. Sehe ich nicht aus wie Kim Kardashian Met Gala 2018? Für die Lippen habe ich eine Zweierkombination. Möchte euch vorher aber noch ein Produkt mit ans Herz legen. Und das ist auch von Huda Wishful, dieses Silk Balm. Dieses Ding ist so eine Mischung aus Lipgloss und Labello, ohne dass es Fäden zieht, ohne dass es klebrig ist, ohne dass es unangenehm auf der Haut ist. Benutze ich sehr, sehr gerne. Ist so in meinem Alltag das Ding. Und das bleibt den ganzen Tag. Also, es ist verrückt. Es hat diesen Gloss-Effekt auf den Lippen, aber nicht so doll glossy und ohne, dass die Haare die ganze Zeit drin kleben bleiben. Aber für meine Lippen benutze ich von Fenty Beauty die Farbe Uncuffed. Das ist der Stunner Lip Paint. Das Füßchen von denen ist iconic. Ich gehe dann immer ganz gerne noch mit ein bisschen Concealer rüber. Benutze jetzt einfach den von Anastasia. Blende den damit rein. Und habe dann so einen leichten Ombre-Effekt. Und damit die Lippe so ein bisschen besser zu den Augen passt, gehe ich mit dem Gloss Bomb in der Farbe Honey Waffles rüber. Das ist so ein bisschen braun und das bringt die Lippe so ein Stückchen runter. Und das, Freunde, ist der fertige Look, nur mit meinen allerliebsten High-End-Produkten. Es gibt viele verschiedene Produkte, sei es verschiedene Lippenfarben, sei es verschiedene Paletten. Ich habe jetzt aber wirklich Produkte genutzt, wo ich glaube, dass sie vielen von euch gefallen können. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne eure liebsten High-End-Produkte einmal unten in die Kommentare. Ich setze euch alle Links unten in die Infobox und freue mich, dass wir einen sehr, sehr schönen, sehr erwachsenen und sehr, ja, sultry Look damit schminken konnten. Ich freue mich auf euer Feedback, bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Alle Links sind unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal.